Na ihr Lieben, fällt euch was auf? Damit meine ich nicht das Fahrrad im Vordergrund, sondern ja, was geht denn da bei der Bananenpflanze ab? Na, könnt ihr das schon sehen? Ja, heute bekommt ihr auf jeden Fall ganz viel zu sehen, was ihr noch nicht zu sehen bekommen habt. War das jetzt richtig? Oh Gott, ey, ich habe mir nicht so was Kompliziertes ausdenken sollen. Ist auch völlig egal. Ich bin in meinem Garten grundsätzlich nur zum Gießen gerade. Und ein Schmetterling nach dem anderen, die machen mir gerade richtig Ärger. Der Kohlweißling, das ist auch noch eine Geschichte, da könnt ihr gespannt sein, denn sehr faszinierende Bilder, die ich euch da einfangen werde. Und ich mache wieder so ein One-Take-Ding, egal ob ich mich jetzt verspreche oder nicht, ziehe das Ding durch. Also verzeiht mir vielleicht mal den einen oder anderen Moment, vielleicht sogar einen falschen Inhalt, aber denkt ein bisschen weiter und überlegt, was ich da vielleicht mit gemeint habe. Aber generell läuft das ja rund bei mir. Gut, mein verquerer Korb, soweit ihr folgen könnt, der wird jetzt mal hinter die Kamera verschwinden. Und wir fangen gleich hier vorne an, denn hier vorne ist es total sehenswert, denn die Sonnenblumen, die gehen richtig ab. Davor könnt ihr überall sehen, ohne Ende Mais, der seinen Platz gefunden hat und auch ein Maiskolben, den ich schon heranwachsen sehe, Hilfe. So, und ja, so sieht das hier aus. Ich finde total schön. Ich gehe auch mal wieder vor den Garten, Stiefel, Stiefel. Ne, ihr könnt das sehen. So langsam tauchen überall so ein paar Tüpfelchen auf von der Sonnenblumenfarbe. Bisher sehe ich auch nur gelbe. Rote hat sich noch nicht dazwischen gesellt, aber wer weiß, vielleicht kommt da noch was. Und oh, jetzt pustet das natürlich. Na, muss das denn sein? Was für ein Timing? Ich war letztens schon mal überrascht, wie gut das Handy die Aufnahme dann trotzdem gerissen hat. Und deswegen, ich bin ja nicht mit meinem Mikro unterwegs mit Popschutz, sondern nur mit Handy. Und mal gucken, wie nachher die Aufnahme wird. Vielleicht hört ihr ja gar nichts. Gut, ich bin vorne an der Ecke, wo es blüht, gibt es nichts Neues, nichts Zeigbares. Aber ich habe eine Albino-Tomate, ganz spannend. Hier bei den schwarzen und da hinten wächst Cherny Prince und so weiter und so fort. Hier, ich weiß nicht mehr, welche das war, schmeckt da irgendwie wie die Sunviva. Super, 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 super lecker. Ja, und hier haben wir die Albino-Tomate, die vorher rot war. Die hat sich einfach mal gedacht, ich verfärb mich. Und die lag auf der Schafswolle, total spannend zu beobachten. Ja, letzten Kohlrabi habe ich immer noch nicht raus. Ja, auf dieser Ecke habe ich aber dafür jede Menge Kartoffeln aus dem Boden geholt. Und ja, hier war ja schon so ein Stück frei und ich habe ein bisschen mehr gemacht und das war schon ordentlich. Ich habe auch schon welche weggegeben, liebe Sven hat ein bisschen was gekriegt. Und zeigenswert, und jetzt kommen wir gleich zum Drama. Drama? Ja, ich weiß nicht. Also ich finde es total faszinierend. Ich kann mir vorstellen, dass ich nach diesem ersten Jahr beim nächsten Mal nicht mehr ganz so fasziniert bin. Aber jetzt fürs Erste ist das total spannend, diese Erfahrung zu machen. Da kommen wir gleich hin. Ich würde erstmal den Blick hier abschließen. Da sieht es nämlich so aus. Jetzt kriege ich gleich am Gartenzaun ein Gas. Deswegen bin ich vielleicht gleich erstmal still. Minze hat sich total breit gemacht. Ja, und dann könnt ihr sehen, hier noch eine Physalis und ja, überall schlängelt sich hier jetzt die Kapuzinerkresse durch. Das gefällt mir auch besonders gut. Die Radieschen sind auch durch da, das war ziemlich schnell der Fall. Ach, hier habe ich ja noch den Salat, ganz vergessen. Oh, das ist eigentlich eine tolle Größe, finde ich. Ich brauche gar nicht so große Blätter, auch wenn es natürlich mehr Volumen ist. Die Möhrchen sind auch bis heute sehr, sehr schmackhaft. Das ist das Franzosenkraut, hat mir übrigens jemand in den Kommentaren geschrieben. Vielen Dank dafür. Auch etwas, was man essen kann, ein wildes Gemüse. Also hier nochmal im Nahen, für die, die das nicht kennen, aber der eine oder andere wird das wahrscheinlich schon in seinem Garten entdeckt haben. So, die Tomaten wachsen gerade ganz wild, weil ich da nichts mehr dran getan habe, also nicht ausgegeizt und ja, ist alles nicht so schlimm. Ne, hier bei dem Exemplar könnte ich euch sagen, was ich mache, damit ich das in den Griff kriege. Zack, hier einmal ab. Habe ich zwar links die Blüten dann auch weg, aber hätte, wäre, wenn und ich würde da nicht hinterher weinen, denn ich habe genug Tomaten. Guckt euch nämlich die Tomaten an. Das ist die frühe Martina, die habe ich schon einige Tage gegessen und ich habe da noch ein paar Pflanzen mehr von. Einmal da hinter mir und da gehen wir jetzt hin. Zip. Einmal quer rüber Tomatenernte. Also ich würde mal sagen, so seit 5 Tagen oder so habe ich auf jeden Fall ein bisschen drüber. Sehr viel Glück mit den Tomaten.
Ja, hier habe ich auch nicht weiter ausgegeizt oder so. Also, mein Gott, ich bin glücklich. Guck doch mal, das sind doch viele Tomaten. Ja, und ich lerne ja auch immer so Step by Step dazu. Somit möchte ich nicht gleich in diesem Jahr so super viel einmachen oder so. Mit dem Klaus habe ich da, glaube ich, mal drüber geschnackt. Aber ich weiß nicht, wann ich den wieder sehe und ob das vom Timing passen würde. Ihr wisst ja, ne? Ernte, wenn es geerntet wurde, möchte man es ja dann auch verarbeiten. Aber ja, also das ist vielleicht was, was ich mir fürs nächste Jahr so als eigenes persönliches Ziel setzen kann. Aber jetzt für heute sind wir einfach nur beim Gucken. Und was ich euch dazu erzähle, ist auf jeden Fall, oh, jetzt geht mir die Luft aus. Ah, atmen, Lars. Jetzt habe ich auch meinen Gedanken vergessen. So schnell geht das. Ja, ich entdecke hier auf jeden Fall auf allen Ecken, wo ich auch so Salat stehen habe, dass die so anfangen ein bisschen auszublühen. Das ist ganz unterschiedlich. Da hinten ist es ein bisschen brauner. Hier also sieht man das auch. Wir sind jetzt hier beim Kiholbeet. Ne? Ich habe ja gesagt, ich möchte das stehen lassen. Ich möchte, dass sich das ein bisschen selbst aussahen. Ich denke, das gelingt mir hier ganz gut. Hier, das verteilt sich schon alles schön. Ne? Wer das noch nicht kennt mit dem Saatgut, das sind so kleine Segelflieger. Na gut, das habe ich nicht ganz so elegant abgerissen. Aber so kleine Fallschirme, die dann sich durch den Garten oder die Gärten trägt. Hier ist ganz wild, habe ich nicht viel gemacht. Sollte sich alles aussamen. Ja, Kiholbeet ist dieses Jahr eher so zum Vermehren. Und ich möchte jetzt nicht extra Saatgut sammeln, um das in Tütchen zu packen. Ich möchte das irgendwie mal versuchen, dann so hinzukriegen. Die Zucchini ist riesig und sieht super aus, oder? Was meint ihr? Echt schön. Ja, und hier drin wachsen auch so ein paar Zucchini. Da könnt ihr das sehen. So, und entweder in einem Video jetzt hier oder bei dem Instagram-Video habe ich auf jeden Fall erzählt, dass die erste Zucchini nicht so prall war. Ich merke gerade, wie mir ein bisschen schwummrig wird. Ich glaube, ich soll gleich mal was trinken. Wollen wir nicht zu lange machen? Akku hält auch nicht so lange, das weiß ich. Ja. So, zum Luftholen tingle ich mal ein bisschen rum. Ein paar Tomaten zeigen. Ich werde da jetzt nichts zu erzählen. Gibt es auch gar nichts zu erzählen, außer ob ein bisschen zeigen halt. Ja. Machen wir mal, ne? Und ich hole Luft und atme ein bisschen und genieße die Bilder auch mit euch zusammen. Hier, das war doch irgendein Klee. Das ist auch gerade besucht. Könnt ihr das sehen? Ja, sehr gut sogar. Hier habe ich immer noch nicht geerntet, beziehungsweise kresse schon ein bisschen. Tolle Sache. Nach wie vor Saatgut, mega viel Zeit, um das zu ernten. Und die Artischocken, die sind soweit durch. Das will ich euch jetzt auch nicht weiter zeigen. Was gibt es denn noch Schönes zu sehen? Ich fand das mit den, funktioniert nicht so gut heute mit dem Faden, mit dem roten Faden. Hier bei der Kapuzinerkresse, genau. Da hat sich es ein bisschen verloren vorhin und da habe ich auch schon alles soweit gezeigt. Aber ich kann euch mal was anderes Tolles zeigen, denn das ziehe ich mal direkt aus dem Boden. Im Sven habe ich gestern schon so ein Apparat mitgenommen. Meine rote Beete, beziehungsweise bunte Beete. Au! Ach, da ist eine Distel zwischen. Die sieht schon ganz gut aus, würde ich sagen. Oder was meint ihr? Kann man essen, würde ich sagen. Er hat so ein weiß-rotes Exemplar gekriegt und das sieht auch ganz stark danach aus. Sieht rundum sehr glücklich aus. Sehr schön. Das werde ich ihm irgendwann auch nochmal mitbringen. Der freut sich im Moment ein bisschen über frisches Gemüse von mir. Gestern habe ich ihm so eine Papptüte voll mitgenommen und Lars, oh, vielen Dank und so weiter und so fort. Oh, ich entdecke gerade was. Das ist ja spannend. Hä? Das würde auch erklären, warum die Pflanze hier so groß wird. Spannend, das ist sehr gut für mich jetzt gerade, was ich entdecke, denn dieses Beet habe ich so grundsätzlich abgeschrieben. Ich habe euch das ja schon erzählt, ne? Auf dem Salat. Der verteilt hier sein Saatgut und seine Saat. Und die Pflänzchen, die hatte ich eigentlich auch so weit schon abgehakt. Wow, die geht ja sogar hier. Da wächst ja noch was. Was. Naja, aber so richtig scharf bin ich da auch nicht drauf. Ja, aber zurück zu dem, was ich euch eigentlich zeigen wollte. Also, das kommt alles raus. Das ist der Plan. Wann auch immer. Ne? Und überhaupt, kann ich noch gar nicht so sagen. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Aber hier wächst ein Gelbe. Ich dachte, ich hätte ja durchweg Saatgut von der oder Pflanzen von der Zuckerbusch drin. Ne? Zuckerbuschernte ist ja nichts geworden, dachte ich. Ich habe von diesen mickrigen Pflänzchen vorne auch schon so einige geerntet.
Ja. Und ihr habt bestimmt auch mal Bock, Pepperoni und hier zum Highlight bei der Banane kommen wir noch, ne? Habe ich nicht vergessen. Na, ihr könnt ja noch mal gucken, was entdeckt. Was sagt denn der Akku? Scheiße, kann ich nicht sehen. Oh, habe ich Scheiße gesagt? Das muss ich rausschneiden. nee, lasse ich drin. Kann man sowas drin lassen? Ja, ich probiere es mal. Ich könnte nachher noch im Nachhinein, wenn ich darauf aufmerksam gemacht werden sollte von YouTube, kann ich das immer noch rausschneiden. So, was wollte ich? Tomate, Tomate, die Zuckerbosch. Also hier so, ah, hier ist gerade keine Erntbare mehr dran, aber doch so an die 10 Stück immer noch rausgeholt. Aber sagenhaft aus, naja, das waren solche mickrigen Pflänzchen, wo hier so irgendwie was dranhängt, aber die schmecken alle, das war echt überraschend. Besser als gar nichts, würde ich sagen. Und hier am Gartenzaun, also wer hier vorbeikommt, der darf hier sehr gerne naschen, dafür ist das gedacht. Schild habe ich noch nicht hier. Aber mal schauen, irgendwer ist vielleicht glücklich. So, wie lange ist denn das Video jetzt schon? 11 Minuten. Oh, das ist doch eine gute Zeit. Das ging noch relativ fix. Ja, ich habe es heute irgendwie nicht mit dem Atmen. Energy. Ja, ich wollte irgendwie diese Energie nutzen. Aber ich bin auch ein bisschen hektisch wegen des Akkus, weil ich kenne mich, wird zu lang und das wäre echt doof, wenn das nicht endet, wisst ihr? Und dann stelle ich das rein. Aber falls sowas mal kommt, dann wisst ihr, woran das liegt. Hier finde ich es gerade wunderschön. So, ich gehe nochmal hin in den Gartenzaun. Guckt euch das an. Oh, mit der Sonne. Schön, richtig schön. Okay, so, genug. Weiter geht's. Also hier vorne, kürbismäßig, ist ja auch noch einiges am Abgehen. Guckt doch mal. Seht ihr das? Wie groß die sind mittlerweile, die Weißen. Also er liegt noch mal 50 cm von mir weg, da der Weiße. Also ein bisschen optische Täuschung jetzt durch die Kamera. Ja, alles ein bisschen wild hier. Ich guck mal weiter rum. Was kann ich euch denn noch zeigen? Ach so, hier das Highlight, ne? Wollen wir mal? Ja, ist dran, würde ich sagen. Bevor ich dazu komme, ich habe das schon in den Kommentaren mal gelesen. Ich habe ja letztens mein Rad verkauft und habe dann neues fertig gemacht. Mein Klapprad. Oh, es war so schön mit dem zu fahren, mein kleiner Renngaul. Aber dennoch ist irgendwann in der Mitte gebrochen, deswegen war er nun auch alt schon. Wenn nicht sogar 1900, irgendwas mit 6 vorne, 7 auf jeden Fall und war ein geiles Gerät, aber naja, ich habe noch mehr geile Geräte und das hier ist eins davon. Das war ein altes, gammeliges Hollandrad. Ich hätte schon mal Lust, so mal so ein Fahrrad zu recyceln und euch so ein Video mal hochzuladen, weil ich finde, jeder, der treten kann, gesundheitlich, sollte das tun oder der nah dran ist, es zu können. Bewegung tut gut, damit helft ihr euch auch fit zu bleiben, hoch ins Alter, wenn man es noch nicht übertreibt oder schwere Lasten nah hin und her kutschiert. Ansonsten bin ich nicht so der Fan von den Elektrorädern, außer für die Menschen, die es unterstützt. Da finde ich das sehr sinnvoll und finde ich gut, dass ich auch gewisse Menschen auch mehr draußen, also hier bei uns. Das ist mir schon aufgefallen. Finde ich eine super schöne Sache. Aber ansonsten, nehmt euch einen Drahtesel und tretet. Das darf auch gerne mal anstrengend sein, ein bisschen berghoch. Muss nicht immer bequem sein. Ich bin ein totaler Fan. Meistens haben meine Fahrräder auch nur einen Gang, so wie der hier jetzt. Und ihr wisst ja, ich denke irgendwie verdreht und so weiter. Und ihr werdet jetzt sagen, der Lenker ist aber falsch rum. Nein, der ist, nee, ich mache es jetzt anders. Für jeden, der das denkt, der darf gerne mal drunter schreiben, warum ist es denn falsch? So, das soll zum Nachdenken anregen. Antwort wird es wahrscheinlich nicht geben. Doch, doch, wahrscheinlich schon. Bei irgendwem müssen wir mal gucken. Also einen werde ich mindestens beantworten. Gut, Banane, Banane, Banane. So, ich glaube, ich bin meinem Ton lauter geworden, oder? Habe ich heute nicht so das Feeling für. Na, erkennt ihr was? Erstmal, das Ding steht super da. Ich habe schon Blätter abgemacht, hatte ich so zum Grillen. Hat nachher eher als Abdeckfolie gedient, weil ich nachher doch nichts mitgemacht habe. Aber nicht so wild, war auch schon halb braun. Jetzt kommt der Zug. Ich stiefel mal hoch in der Zeit. Nieps. Und das sind richtig schöne große Blätter. Guckt euch das mal an. Wow. Das ist doch mal schön. Und die Farbe, das sieht auch alles super aus. Da kommt schon das nächste Blatt. Echt schön.
Alles Banane, würde ich sagen. Und das ist doch eine tolle Überleitung, das war jetzt nicht geplant. Jetzt muss ich aufpassen mit dem Fahrrad, dass ich nicht hängen bleibe. Na, erkennt ihr was? Wer hat's gesehen von euch? Oh, jetzt muss ich hier ein bisschen rumstiefeln, um runterzufallen. Und hier haben wir einen dritten. Das heißt, die Banane hat drei neue Triebe, was für mich bedeutet, ich könnte sie vermehren oder ich lasse sie hier dicker werden. Das weiß ich noch nicht so ganz. Aber generell ist das doch schon mal schön. So, oh, das ist auch wieder ein schöner Ausblick hier. Wisst ihr was, ich habe hier so ein Teleskopding und ich haue, ups, habe ich es jetzt ganz auseinander gebaut. Ja, ihr bleibt drauf. Ich habe gesagt, das wird so ein One-Take-Ding. Manche Sachen muss ich mal rausschneiden, weil es schon so ist, dass manchmal vertut man sich ja doch bei der Wortwahl und dann muss das nämlich nicht drin sein. Ich will keinen Ärger kriegen und ich möchte auch nicht, dass das Video gesperrt wird, dann da halte ich mich ja soweit schon an die Dinge. So, ich mache hier mal so ein, wie nennt sich das, Bird View? Nein, nicht ganz so weit. So kommen wir nicht. Oh, hier geht aber noch ein bisschen was. Oh, das war's. So, ich halte euch mal hoch. Und? Ich glaube, ich wackel zu viel, ne? So sieht's da drüben aus. Auch schön. Oh. Liebe Leute, das war eine doofe Idee, glaube ich, oder? Ich werde es nachher in den Aufnahmen sehen, wie es dann letztendlich aussah. So Spielereien mache ich gerne, weil für den einen oder anderen ist mal irgendwas doof, wo geht zu schnell und mach mal anders und so, aber ich werde immer frei Schnauze Lars sein und das machen, wie ich möchte. Ich lasse mir sehr ungern reinschnacken. Das habe ich zu lange im Leben durchgemacht. Und ich bin ein tolles Individuum, was sich austestet. Ich bin ja hier immer am Werben für sammelt eure direkte Erfahrung. Das empfinde ich, na, jetzt wird der Wind doch ein bisschen doll, drehe ich mich raus, ist so besser. Ich bin immer dafür, in allen Lebensbereichen, sammelt eure eigene direkte Erfahrung, ja. Und das bedeutet nicht, dass man allem widersprechen soll, was es irgendwie schon in Anführungsstrichen gesetzt gibt. Aber ja, es ist irgendwie so, findet euren eigenen Weg. Und bei der Geschichte bei meinem Handy mache ich das einfach so, ihr seid mit dabei. Das Ganze ist eine Dokumentation. Ich mache hier nicht nur Fachvideos oder nur irgendwie, ich versuche nicht irgendwer zu sein. Ich bin Lars. Hallo, ich bin gut so, wie ich bin. Und upsie. Ich glaube, jetzt muss ich doch mal nach dem Akku gucken. Kann ich das? Oh nein, 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 nein. Uiuiuiui. Jetzt hätte ich das fast unterbrochen. Upsie. Ich dachte, ich kann das so runterziehen mit dem Akku. Das hat so gar nicht funktioniert. Ich versuche mich jetzt irgendwie mal kurz zu fassen. Oh, ich schwitze jetzt schon wieder so doll. Übrigens, die Malve kommt wieder. Ist das schön? Wunderschön. Hier ist noch Schafswolle. Habe ich nicht verarbeitet. Zucchini habe ich auch da hinten schon geerntet. Tingel, tingel, tingel. Oh, dass ich da noch gelbe Tomaten habe. Ich hoffe, das ist die Sunweaver. Das wäre mega geil. Da kann ich gar nicht genug von haben. Die gelbe, die ich da probiert habe, super, super lecker. Andere wiederum, der Geschmack von der Zuckerbusch ist dieses Jahr auch anders als im letzten Jahr. Also es ist echt spannend, wie unterschiedlich Geschmäcker sein können. Je nach Anbauart, je nachdem, wie sich das Wetter entwickelt hat. Und ja, das mit dem Luftholen klappt heute nicht. Was wollte ich denn jetzt sagen? Ja, je nach Wetter halt. Also wenn ich an letztes Jahr bei uns denke, wir hatten im Juli das letzte Mal eine Sonnenphase. Wir haben jetzt August, also jetzt wäre bei uns die ganze Zeit Regen gewesen. Und ich weiß es noch ganz genau, es waren echt wirklich, wirklich sehr seltene Tage, wo mal ein bisschen Sonne zu sehen war. Der Sommer war quasi komplett das Gegenteil von dem, was wir jetzt haben. Und ich habe immer gelesen, vorletztes Jahr war in Deutschland Dürre. Also bei uns hier oben fand ich das letztes Jahr halt nicht. Also so unterschiedlich kann es sein. Und auch bei der Banane, so verschiedene Wuchshöhen von woanders gehört. Bei mir geht es deutlich langsamer dieses Jahr. Aber wer weiß, was da noch kommt. Aber es unterscheidet sich. Das unterscheidet sich halt. Also es sind immer unterschiedliche Begebenheiten und die gilt es ja irgendwie herauszufinden. Deswegen probiert aus. Es steht nicht alles in Stein gemeißelt. Tobt euch aus, tastet euch ran. Macht gerne irgendwas, was nicht so läuft nachher, wie es vielleicht vorgestellt war und sagt so, aha, so war das. Oh, ich habe jetzt noch ein anderes Highlight. Da sind wir doch bei der Sache. Mein Palmkohl hat Besucher gekriegt. Ich habe es ja schon angedeutet, glaube ich, vorhin. Ich weiß nicht, ob das heute auch so ist. Ich habe es gestern entdeckt. War es gestern? Gestern war es. So, wollen wir mal gucken, ob das heute auch so der Fall ist. Oder ob die jetzt weg sind. Nein, die sind nicht weg. Ich
habe viele neue Besucher, würde ich sagen, oder neue Lebewesen auf dieser Erde, geboren in meinem Garten, davon gehe ich mal ganz stark aus. Und ja, total spannend und faszinierend, habe ich vorhin gesagt. Für den einen oder anderen draußen, oh je, Mine, oh nein, ist alles weg. Nein, überhaupt nicht, ich freue mich darüber. Diese Erfahrung ist, ich hätte sie sonst nicht, hätte ich das von Anfang an irgendwie geschützt. Das ist so das, ne? Es ist nicht nur dieses Ding herausfinden, sondern das würde mir alles irgendwie, ne, bei dem, was ich gerade gesagt habe, oh Moment. Oh Mann, ich kann heute nicht anders. Ich weiß nicht, keine Ahnung, ich kann nicht aus meiner Haut. Dieser Akkudruck. So, ich zeige, bevor mein Akku alle ist. Da sind wir doch beim Thema. So, das ist mein Palmkohl und der hat auf jeden Fall jede Menge. Ihr könnt es erstmal selber sehen, was da passiert und ich zeige euch jetzt. Jetzt ist aber nicht so viel los wie gestern, aber jetzt muss ich aufpassen, dass ich da kein Tier erwische. Da, das dürfte der Kohlweißling sein. Und wir haben hier überall so ganz kleine. Guck mal da unten rein. Da auf dem Stiel ist einer. Und das ist nur einer, ne? Also hier. Ich mag das gar nicht umdümpsen hier. Ich will keinen treffen. Doch hier könnt ihr das sehen. Guck mal. Nee. Ja. Gestern war das noch mehr besucht. Vielleicht sind es ja andere. Ah ne, da war ich glaube ich schon. Oh, hier auch. Da. Also, und es gibt auch ganz winzig. Ich versuche mal auf die andere Seite zu gehen. Vielleicht habe ich da noch ein bisschen mehr Erfolg mit einem schönen Bild für euch. Da. Da ist ein bisschen was los, oder was meint ihr? Heftig. Ja, ich finde das spannend. Echt richtig toll. Boing. Auch da alles voll. Ja, lass sie futtern. Da habe ich nachher ein paar schöne Schmetterlinge hier. Zu spät ist es sowieso. Ich denke nicht, dass ich da noch wirklich was machen könnte. Jo. Also ich bin überhaupt nicht traurig. Mich hat das so fasziniert und magnetisiert von Anfang an. Ich finde diese geil. Ich finde diese Erfahrung wunderbar. Das ist total schön. Okay, so, nach meinem ganzen Hin und Her. Überlege ich gerade, ob es noch was zu zeigen gibt. Gibt es noch was zu zeigen? Ist irgendwo noch ein Zeiger dran? Von hier habe ich das auch schon lange nicht mehr gezeigt, ne? Da. Ah, schön. Hab übrigens super viel Libellenbesuch in meinem Garten. Und was richtig, richtig schön war, werde ich euch jetzt ganz am Ende, also für alle, die bis zum Ende dranbleiben, die dürfen sich noch über so ein kleines Tiervideo freuen. Ich werde nicht verraten, was es ist. Ich denke, der Rest ist jetzt auch so weit durch hier. Also ne, ich könnte jetzt euch noch den Kohlrabi zeigen und so Sachen. Und die Erbsen, die gehen ab. Ich ernte hier ohne Ende Erbsen. Aber dazu habe ich im letzten Video schon was erzählt. Meine tote Ananas-Minze da rechts im Topf. Müsstet ihr jetzt sehen können. Ja, die kommt auch nochmal wieder. Da wird es grün. Okay, ihr Lieben. Hier bin ich durch. Ihr könnt euch auf ein Tiervideo freuen. Und ja, euch da draußen sage ich vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch ein schönes Restwochenende. Ich weiß nicht, wann ich das Video online kriege. Heute haben wir Samstag. Eigentlich war dieses Wochenende gar nichts geplant, denn mein Rechner ist kurz vor in die Grütze gehen. Der schaltet sich schon ab. Akku funktioniert nicht mehr und solche Scherze. Dieses Video werde ich schon noch irgendwie durchkriegen. Daten sind gesichert. Also ich kann nichts mehr verlieren. Ist alles gut. Und ja. Schau mal gucken, wie es weitergeht. Ja, sehr gut, sehr gut. Also vielen Dank fürs Zusehen nochmal. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Und sag an dieser Stelle, ich bin raus. Viel Spaß mit dem Tiervideo. Bis dann. Das macht Spaß. Ach, ich weiß nicht. Keine Ahnung. So, hier Tiervideo und so. Ne? Tiervideo. Viel Spaß. Viel Spaß. Oh, nee, jetzt zeige ich euch noch was. Oho. Das darf ich euch nicht vorenthalten. Oh je, Mini, das hätte ich ja fast vergessen, ne? Ah, guck mal, das sollte sein, dass ich hier noch so rumtinge und dann hier lande, weil ich finde es super, super schön. Das muss ich zeigen, wie schön es sein kann, wenn man die Sachen nicht zu früh rausrupft, dann wird man noch so wunderbar und wunderschön überrascht, wie jetzt das, was vor mir ist. Es ist noch nicht so lange her, dass ich das alles in die Beete gebracht habe und es ist so megamäßig gut gewachsen.
Da guckt euch das an. Dieses ganze Beet macht mir so viel Freude, ob die Erbsen, ja, die Kohle, Kohlrabi. Aber was jetzt ganz besonders schön ist und gut besucht, jetzt in diesem Moment nicht, aber wenn die Insekten halt ein bisschen aktiver sind, ist hier das ausblühende Radieschen. Ja, zwei verschiedene Sorten. Das müsste ja Eiszapfen sein und das müssten halt die roten sein. Wobei ich mich wundere, dass der hier so zwischen ist. Oder die sind halt weiß-rot gemixt, so wie sie gerade wollen. Oder die haben sich gekreuzt. Oder was auch immer. Ne? Dürft ihr euch eure eigene Wahl draus ziehen. Oh, ist das schön hier. Das ist ein richtig schönes Beet. Und hier die Erbsen. Ne? Guck mal, was hier noch dran hängt. Das zeige ich euch auch noch schnell. So. Da, dicke Fette. Oh, dann nehme ich mir gleich was weg von. Oh, schön. Die sind super spät ausgesät. Hätte mir jeder gesagt, Lars, das wird nichts mehr. So wie im ersten Jahr, da gab es ein paar Leute. Und das ist so, ne? Wenn ihr euch gegen die Regeln entscheidet, werdet ihr ganz oft überrascht. Meine Garantie für euch. Die Natur, wenn man mit ihr demütig umgeht und da positive Energie reinsteckt, die wird euch belohnen. So, Tiervideo.